So, Salsa Club, heute gibt es ein bisschen Bachata. Wird diesmal ein bisschen einfacher als das letzte Mal die Salsa. Und zwar, ihr braucht beide Hände und ihr tanzt jetzt erstmal ganz normal unsere Hälfte vom Grundschritt, wie unsere Grundsätze, Seite, Rang, Seite, Tap. Von hier aus darf er auf dem Rückweg rechts rum drehen, aber linke Hand lässt los, rechte Hand bleibt ungefähr oder geht in Richtung Schulter, sodass er sich diese Hand hinten in den Nacken hineindreht. Das heißt, wenn wir das auf dem Rücken machen, wir haben jetzt hier Seite, Rang, Seite, Tap, er dreht die sich in den Nacken rein. Das sieht sozusagen hier so Kapitel-Fang-Schlag an. Ja, so, dann haben wir das da. Wenn wir dann hier sind, auf dem Rückweg, darf er jetzt, kennen wir eigentlich schon, haben wir schon ein paar Mal in einer anderen Figur gemacht, diese rechte Hand über seinen Kopf drüber, dann steht hier so ein Loch. Da möchte er Ihren Kopf einmal reinhaben. Ganz wichtig, hier der Handrücken ist das, was bei der Dame von mir in den Nacken geht. Und die Dame hat die Handfläche. Ja, dass wir also diese Position haben und dass das hier passiert. Nicht ankommen, irgendwie irgendwas verdrehen oder sonst irgendwas, sondern sein Handrücken, ihre Handfläche, das geht entspannt in den Nacken, weil so sind wir ja auch rausgekommen. Ja, also ich muss an den Händen nichts abändern, sondern nur das passiert. Und das passiert dann während dem Seitenschluss-Seil. Das heißt, wir haben Seitenschluss-Seil. Er dreht sich in den Nacken. Jetzt auf dem Hinweg, Seit-Rang. Seit, Tap. Und am Ende möchte ich, dass wir rechte zu rechter Hand haben. Das heißt also, sobald ich da hinten drin bin, darf ich am Arm entlang fahren, habt ihr die andere Hand. Lasst euch dementsprechend bitte auch nicht unbedingt allzu viel Zeit. Ja. So, machen wir mal ein Stück. Also, wir haben Seit, Rang, Seit, Tap. Er dreht hier rein, Tap, in den Nacken und Hand. Von hier aus einmal Kühlschrank auf, sozusagen, damit wir die Tür aufmachen. Müsst ihr jetzt kennen aus Corona-Zeiten sozusagen. Heißt, dass wir von hier aus einmal die Tür aufmachen. Ja, Dame wird drehen in eine sogenannte W-Position. Er dreht leicht mit. Eins, zwei, drei. Tipp. Das heißt, wir zeigen euch mal von der anderen Seite kurz, dass wir in dieser Position einmal reinkommen. Ja, das heißt hier, sie hat das W, er hat die Hände ganz entspannt dabei. Bitte W, bitte kein YMCA, bitte kein Stärkenschwan. Ja, das muss man in der Position rausfahren. Das heißt, dass wir jetzt hier so rausgekommen sind, er müsste rechts, oder haben Sie eigentlich links? Machen wir noch einen Kopf. Das wir haben, Seit, Rang, Seit, Tap. Er dreht hier rein, Tap. Sie dreht hier dann einmal in das W. Entschuldigung, ich war falsch. Er links, sie rechts. Sie hat recht. Von hier aus drehen wir die Dame jetzt einmal in ein W auf der anderen Seite. Das heißt, er geht einfach mit dem linken Fuß vorwärts, sie mit dem rechten. Wir haben eins, zwei, drei und Tap. Dann haben wir die Seite einmal getauscht. Ja? Das heißt also, es war eigentlich nur beide vorwärts eine halbe drehen, sie dreht vor ihm. So, das kann ich im Grunde genommen auch wieder zurück machen, wenn ich möchte. Also da habe ich wieder ein bisschen alle Ähnlichkeit, die Möglichkeit, das zu machen. Das ist kein Problem. Wenn ich dann wieder raus möchte, drehe ich als Herr nicht mit. Das heißt, sie dreht ganz normal wieder, er nimmt die rechte Hand nach oben. Eins, zwei, drei. Er geht wirklich nur stur vorwärts, ja, dass er gedreht hat. Und jetzt beim Tippen, das haben wir das letzte Mal gemacht in dieser einen Figur, darf er dieses Viertel nach rechts mitdrehen, dass er sozusagen im Rücken zu besteht. Tippen! Und der wird einfach nur hier gedreht. Ja? So. Und jetzt auf dem Rückweg darf er von hier aus diese Drehung weitermachen. Sie geht nur zur Seite. Eins, zwei, drei und Tap. Und auf einmal ist er da irgendwo nur durchgetaucht. Das heißt, wir machen es noch von vorn. Seite, Rang, Seite, Tap. Er in den Nacken, Tap. Einmal hier runter, Tap. Hier in das W. Auf die andere Seite. Sie dreht. Er macht Tap und jetzt von hier einmal herunter Tap. Es ist wichtig, dass die linke Hand unten bleibt, sonst geht es nicht. Jetzt dürfen wir hier ganz entspannt wieder zurück.
Jetzt darf ich zum Abschluss noch die linke Hand heben, die rechte darf drehen, dass ich mir da drehen lasse, dass sie im Grunde genommen eine falsche Drehung tanzt, dass sie rückwärts die Drehung tanzt, dass man die Hände getauscht hat. Und jetzt zum Abschluss ganz einfach, kennt ihr schon, wie ihr das machen wollt, vollkommen egal. Irgendwas entweder bei ihm oder ihr lasst es hier einfach nur runterfallen oder sowas, dass wir einfach nur sagen, Kamel und wieder in den Grundschritt. Das heißt, einfach mal trocken, danach mit Musik. Das heißt, wir haben hier Seite, Rang, Seite, Tap. Er dreht sich in den Nacken, in den Nacken der Arme, in das W. Einmal auf die andere Seite. Damit dreht er nach Tap. Er dreht unten drunter durch. Hier können wir erstmal ganz entspannt den Grundschritt machen. Dann lässt er sich drehen. Und zum Schluss sind wir fertig. Das Ganze nur mit Musik. Relativ bald dann mal sein wird. Ansonsten viel Spaß beim Lernen. Wir sehen uns.